Doch du nicht. Lustig. Oh, die können reden. Ich glaube... Wir sollten dich hier zurücklassen. Nein! Willst du uns alle umbringen, Bursche? Togum. Sprich in der Sprache dieses Landes. Bula Dulaha. Er muss es lernen, Leila. Lass ihn. Nicht böse gemeint. Das weiß ich. Es ist pure Unfähigkeit. Ich will wegen so einem kein weiteres Jahr hierbleiben. Ruhe lassen. An die Arbeit. Und du? Raus hier. Geh irgendwo hin, wo du kein Unheil anrichten kannst. Doch nicht, Mutter. Papa! Das Papa von ihr. Ja, Prinzessin Amidala, würde ich sagen, wenn man so auf ihre Frisur schaut. Und der sieht jetzt aus wie der Imperator. Nee, nicht wie der Imperator, wie irgendjemand anderes vom Star Wars. Chogum. Okay, die anderen Viehs können reden, nur wir nicht, na super. Aber wir spielen jetzt das Vieh, kennt man ja aus dem ersten Teil noch. Mit blöden Kommentaren vom Vieh. Genau das da zum Beispiel. Ah, ja. Okay, und sieht wohl so aus, als wären wir mit unserem Raumschiff hier gestrandet. Oh, wir brauchen was zum Öffnen. Schraubenzieher oder so. Und das müsste jetzt repariert werden, weil sonst wird man hier nicht wegkommen wahrscheinlich, ne? Ja, da, Beschädigungen. Puduput. Puduput. Ja, müsstest du schon traurig sein, das arme kleine Vieh. Mhm. Fühlst du doch mit dem Vieh? Nein. Shoki mag das Vieh nicht so, aber ich find's cool. Ja, das ist von Leila. Nimm's mit, gib's ihr wieder. Ja, komm. Verschwinde! Kannst du nicht jemand anderen stören? Gell? Das ist schon traurig. Ein bisschen. Ich weiß, dass Leila die Kugel gerne wiederhaben will. Aber Strafe muss sein. Ich gebe sie ihr zurück, sobald der Hexer da war. Und du hältst dich aus den Angelegenheiten zwischen mir und meiner Tochter heraus. Ist das klar? Was für ein Hexer? Verschwinde! Kannst du... Dann nicht etwa der Hexer aus dem ersten Teil, wie auch immer er schon wieder heißt. Hexer? Das heißt, hallo! Der mit dem Mutterkomplex. Komm wieder, wenn du die Sprache beherrschst. Mutterkomplex? Erster Teil? Der... Wie heißt er denn? Mortogas Sohn. Nun, was gibt es? Ich habe zu tun. Ach so. Ja, ich weiß. Ich glaube, ich bin normal. Ich habe es ja, dir tausendmal hoffe, gesagt, du, weißt, du sollst mein. Sie in Ruhe lassen. Ja. Wie heißt Meine der? Tochter ist außerhalb deiner Reichweite und wird es immer sein. Sie hat etwas Besseres verdient als dich. Wärst du klüger, würdest du das einsehen. Weg mit dir! Arsch. Gib sie. Nimm die Kugel und werf sie ihm in den Kopf. Kannst du nicht jemand anderen nerven? Du bist fast so schlimm wie diese Pinguine, die hier ständig herumschnüffeln. Letztens ist einer von denen hier reingekommen und hat den ganzen Betrieb aufgehalten. Wir haben 20 Minuten gebraucht, bis wir ihn wieder draußen hatten. Und das, obwohl ohne Energie und unsere Maschine sowieso alles zigmal so lange dauert. Verschwinde einfach und lass mich in Ruhe. Nochmal mit ihm reden? Der will nicht. Nee, blöd. Die Kugel mitnehmen. Ich weiß, dass Leila die Kugel... Ja, geht nicht. Okay. Also, alle können reden, bis auf das Vieh selber. Na, super. Das können wir noch nicht nehmen, weil wir noch kein Werkzeug haben, aber wir können Leila anschauen. Ja, das ist wohl eine Frau von Vieh. Entschuldigung, nichts gemacht. Okay. Geht wohl nicht. Immer noch nicht. Ja. Vielleicht können wir etwas an den Schaltern machen? Nee, an den Schaltern. Ach, hier. Ach, und das Förderband, das ging ja noch nicht.
So, ja dann, was sagt er denn? Ja, ziemlich kaputt. Mit Herz schneller, ohne länger. Ja, aber besser Schnee als Sand. Sand macht Getriebe kaputt. Sand Feind von Maschinen. Sand böse. Babalu. Hallo. Nein, fast fertig. Psst, muss mich konzentrieren. Bulladulaha. Chorgun heißt wohl Entschuldigung. Die Antenne, die können wir auch bestimmt mitnehmen. Nehmen Sie mit, komm. Was immer es ist. Okay. Hinausgehen? Ach, vielleicht hätten wir mit der Antenne das noch abschrauben können. Egal. Oh. Oh, es hängt. Ey, da ist ein Pinguin. Komm, nimm's mit. Okay, schade. So. Bip. Kleber. Bip. Mal sehen, ob es jetzt hier, wie es hier heißt, ob es jetzt hier... Nee, es heißt Klebeband. Das heißt ganz normal. So, dann haben wir hier noch ganz viel Müll. Hier noch irgendwas. Nee, da nichts mehr. Er will nicht den Schrott durchsuchen. Quack, quack. Nochmal. Nochmal. Na, das findet er nochmal, ja. Quack, quack. Okay, jetzt reicht's. Oh, noch einmal. Ganz sicher? Noch einmal? Ja. Aber mit dem, dafür mit der Antenne. Nein? Oder mit dem Klebeband? Das tut ihm noch weh. Ach so. Aber das tut ihm nicht weh? Nee. Das hört sich ja lustig an. Wie ein kleines Quietsche-Ähnchen. So, dann haben wir noch hier ein Fass. Genug gespielt. Lola, genau, das ist Lola. Er braucht ein Gefäß, oder was? Nein. Er darf nicht. Ah, okay. Ein Motor? Oder ein Generator? Kaputt, oder? Ja. Pulluput ist kaputt. Pulluput. Dann okay. Nochmal den Pinguin. Ne, die Kiste betrachten. Oh, ich würde aber den Pinguin noch. Mal. Nein, die Kiste betrachten. Ja. Okay. Hat sich Sinn. Ein Mund Strohhalm? Nochmal. Nichts mehr. Oh. Guck, er kann doch mit uns reden, auch wenn er nicht wirklich redet. Dann nochmal ein Pinguin. Nochmal ein Pinguin? Ja. Okay, wir haben einen Stock und Antenne und Klebeband. Und wir können drinnen bestimmt noch irgendwann mal diese Lampe abnehmen. Haben drinnen noch eine Person zum Reden und noch Layla und noch den Chef. Und wir haben das Rollfeld auch noch. Und hier ist Ulus. Und hinten ist die Yeti-Höhle. Ach klar, wir sind ja noch etwas vorne dran. Wir müssen nachher noch da was machen. Hallo, Retter. Bitte, gib uns einen Fisch. Mams, Fatz. Ja, aber wir wollen auch einen Fisch. Hallo, Retter.
Bitte, voll süß, oder? Na also. Mams, Fatz. Dann den Pinguin nochmal. Wir machen jetzt mal die Antenne an Klebeband. Und dann können wir hier auch was angeln. Oder auch nicht. Was tun sie? Mit denen können wir nicht so machen. Okay, Kiste und hier noch ein komischer Typ. Nein, 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 das ist nichts für liebe Tierchen. Das ist böses Menschenzeug und ich brauche es für meinen Protest. Keine Angst, die Kiste ist biologisch abbaubar. Sie kann dir nichts tun. Okay, verrückte Leute von Greenpeace. Du bist blöd. Oh, hallo, mein kleines Kerlchen. Du musst dich nicht mehr fürchten. Petra ist hier und sie liebt alle Tiere. Auch die hässlichen. Das Schild ist super. Hast du gelesen? Nee. Schützt Mäuse. Also Computermaus. Stoppt Point and Click. Ja. Wieder mal die Selbstironie der Entwickler. Okay, dann. Du hast null Ahnung? Okay, du hast null Ahnung. Toll. Okay, hat, sie sagt nichts mehr, die Petra? Na, mein kleiner Freund, willst du mit mir die Pinguine beobachten? Wenn ihr Tiere doch nur für euch selber sprechen könntet, dann müssten ich und meine Mitstreiter das nicht tun. Tiere führen keine Kriege, sie lügen nicht und sie würden sich niemals über jemanden lustig machen, nur weil sie gerne Pullover strickt. Oh, du hast recht. Wir Menschen sind immer so laut. Lass uns der Stille der Natur lauschen. Nochmal? Nicht mehr. Nicht mehr. Die doof, okay. Udust will uns auch nichts geben. Da hinten gibt's nichts mehr. Dann gehen wir zur Yeti-Höhle. Oh. Na, halt, stopp. Hä? Okay, die sind noch gar nicht da. Okay. Dann nehmen wir erst noch was mit hier. Bum. Ja, wir ziehen einfach hier. Der Blick. Nochmal? Okay. Gut. Mit dem Gong können wir sonst noch nichts machen. Hier, Swollknäuel mitnehmen. Ohne Waage gibt's ja auch noch. Aber das Wollknäuel lag vorher noch da. Eben. Habe ich auch gerade gedacht. Warte nur. Mitnehmen, komm. Ja, brav. Okay. So, noch ein Rucksack hier. Expeditionsrucksack. Nehm alles mit, was nicht niet- und nagelfest ist, ne? Sag mal. Oh, ein Luftballon. Nichts. Ja, nicht mehr. Nichts mehr da. Mit dem Bild geht. Ja, Hilfe. Da gibt nichts mehr. Den Lampenschirm. Auch noch mitnehmen. Mitnehmen. Okay, nicht mitnehmen. Ja, ist ziemlich elegant. Und tap. Nee, okay, nicht mitnehmen. Dann das Essen alles klauen. Oh, das Küchenmesser. Schnell mitnehmen. Ritschratsch. Ritschratsch. Mit.
Und schön im Mund stecken, genau. Mumps, fetch.